Ach, da drüben, wa? Nee. Das ist ja hier von dem... Ach, das ist noch vor unserem Scheißhaufenangriff. Okay. Aber fand ich cool, dass sie das drin gelassen haben nach dem Überfall, wo wir mit Heinrich hier waren. Dass immer noch die Scheiße an der Wand klebte. Fand ich gut. Gott sei mit dir, Theresa. Ebenso. Alter, stellt euch mal vor, die Entwickler von Kingdom Come würden einfach ein neues Spiel rausbringen im Setting von Wikingern. Das wäre doch nice, oder? Wenn du auf einmal eine völlig andere Kultur spielst. Das würde ich feiern. Mit Raubzüge auf hoher See am besten noch, ja? Also auf hoher See sein und dann Raubzüge zu machen irgendwo und so weiter. Johanka, hallöchen! Was gibt's denn? Johanka, was gibt's? Ich hab schon nach dir gefragt. Ich muss mit dir über etwas reden. Gehst du heute Abend zum Tanzfest? Ich würde schon gerne gehen, sofern ich Zeit habe. Warum? Willst du dir mein Kleid ausleihen? Nein, nein, nichts dergleichen. Ich habe ein Kleid. Nur würde ich ungern mit mir selbst tanzen. Du verstehst, was ich meine? Du willst mit mir tanzen? Nee, wir sind clever. Ich denke mal, sie will, dass wir jemanden für sie finden. Ich soll einen Tanzpartner für dich finden? Nein, das nicht. Oh! Ich weiß schon jemanden. Ah. Lass mich raten. Matthias? Ja. Ja. Wer sonst? Der große, starke natürlich. Das Problem? Frag ihn doch einfach. Du hast schon beim Erntefest ein Auge auf ihn geworfen. Mittlerweile sollte er es wissen. Tut er nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Frag ihn! Du willst also mit Matthias tanzen, ihn aber nicht fragen. Merkst du was? Denk mal drüber nach. Du würdest also gerne mit Matthias tanzen, willst ihn aber nicht fragen. Ganz recht. Und wie soll das dann deiner Meinung nach klappen? Ganz einfach. Du stiehlst ihm seinen Glückswürfel. Was? Und was in Herrgotts Namen soll das bringen? Wenn du ihm seinen Glückswürfel unbemerkt wegnimmst, wird er überall danach suchen. Er wird dabei Selbstgespräche führen und sagen... Wo ist mein Glückswürfel? Und dann komme ich. Gott sei mit dir, Matthias. Hast du vielleicht deinen Würfel verloren? Und er sagt dann... Ja, Johanka, das stimmt. Wo hast du ihn gefunden? Oh, ganz in der Nähe von der Schenke. Ach ja, heute Abend ist dort ja schon das Tanzfest. Und schon sind wir beim richtigen Thema. Oh, das Tanzfest, ja. Johanka, möchtest du mit mir dahin gehen? Liebend gerne gehe ich mit dir zum Tanzfest. Wie nett, dass du fragst. Dann nimmt er meine Hand und schaut mir in die... lassen wir das. Deswegen die Sache mit seinem Glückswürfel. Schöne Märchengeschichte, ja. Das hast du dir schön ausgemalt, Johanka. Aber denkst du ernsthaft, dass das klappt? Ich bin mir absolut sicher. Wir sind der Treuherzige, ne? Also gut, ich helfe dir. Hab Dank, Thea. Komm mit dem Würfel zu mir, wenn du ihn hast. Warte mal, wie soll ich ihn eigentlich finden? Gestern in der Schenke hat er gesagt, dass er ihn in seiner Truhe aufbewahrt, wenn er nicht spielt. Rede mal mit Fritz. Soweit ich weiß, hat er Dietriche, wozu auch immer er sie braucht. Er kann dir auch bestimmt zeigen, wie man sie benutzt. Ich? Und Dietriche? Johanka, geht Schlösserknacken nicht zu weit? Nun ja, vielleicht kommst du ja an seinen Schlüssel ran. Lass dich auf jeden Fall nicht erwischen. Und wehe, du redest mit Matthias darüber. Wenn das wirklich so ist, wie ich vorhin gesagt habe, geglaubt gelesen zu haben, oh Gott, was für ein Satzbau, dass meine Entscheidungen im Spiel als Heinrich auch das DSC von Theresa beeinflussen, dann müsste es ja rein theoretisch auch andersrum sein. Wenn jetzt also Theresa zum Fritz geht und sämtliche Dietriche bekommt, dürfte ja es theoretisch nicht geschehen sein, dass Heinrich die Dietriche auch von Fritz bekommen hat. Oder Fritz hat irgendwie halbe-halbe gemacht. Klar soweit? So. Zurück in die Zukunft 3.0, weißt du? So gewisse paradoxe Geschichten. Und einfach nackig mache. Plattfuß, das geht im Mittelalter nicht so einfach. Wenn sie das als unverheiratete Frau bei ihm macht, dann gibt es dezenten sehr schlechten Ruf. Und vielleicht noch ein Trinkgeld für sie, wenn die Jungs mit ihr fertig sind. Aber nur vielleicht.
So, okay. Bring Fritz dazu, dich zu lehren, wie man Schlösser knackt. Ist das jetzt auch wieder C? Ja. Also, wieder zu C. Machen wir erstmal... ich bringe erstmal das Bier zu Heinrich. Sonst ist es kalt. Bringen wir erstmal das Bier zu Heinrich. Warte, laufe ich überhaupt richtig? Ich und Orientierung. Orientierung am Arsch! Naja, Ausdauer und so. Ich muss da hoch, ne? Nee. War das hier? Gott, wo bin ich? Was mache ich hier? Capo, meine Liebe, wie geht's dir eigentlich? Wir haben schon eine ganze Weile nicht gesprochen, ne? Ich habe was mitbekommen, der Bunker wurde geschlossen. Deswegen bin ich heute auch woanders gelandet. Glück und Gesundheit. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du da jetzt involviert bist. Aber du bist doch jetzt bestimmt auch in der neuen Gruppe, oder? Ich hab doch nur Orientierung, ich fass es nicht. Ah, ja, der Bier ist auch überhaupt nicht durchgeschüttelt. Nein, nein. Heinrich, sag mal, siehst du eigentlich, dass es da ringsherum überall brennt? Hat das hier echt niemand von euch gesehen? Nur mit einem Holzschwert. Aber eines Tages schmiede ich mir ein richtiges. Ja, spring doch rüber. Wir wissen doch beide, dass du es kannst. Na, hüpf. Okay, gut, hier, Bier. Ich habe ein Bier für dich. Ich habe ein Bier für dich. Genau das, was du nach einer Schlacht brauchst. Ah, toll. Heute ist es so heiß wie in Vaters Schmiede. Lieb von dir, dass du mir ein Bier gebracht hast. Oh, wir müssen jetzt entscheiden. Hast du den Kontakt mit Banschen beendet? Oha, okay. Na gut, kannst du mir ja gerne mal privat schreiben. Wollen wir jetzt hier nicht so einen Stream... vertiefen das Thema. Aber diejenigen unter euch, die noch wach sind und nicht im Log sind und den Stream nicht gemütet haben, welche Entscheidung soll ich treffen? Soll ich sagen, wie es würdig ist, dass das Bier von Bianca ist, oder soll ich so tun, als wäre es von mir? Ein kleines Auge haben wir ja auf den Heinrich geworfen, oder andersrum eher auch auf uns, zumindest auf unseren Hinterteil, als wir die Nägel abgeholt haben. Eure Entscheidung. Haut's einfach mal in den Chat rein. 1 für Bianca, 2 für ist von uns. Und während ihr noch im Schreiben seid, werde ich mir nochmal eine anzünden. Denkt dran, es ist ungesund und teuer. Plattfuß sagt Bianca, Michi sagt Theresa. Dark Raven sagt Bianca. Wow, 3 von 23 sind aktiv. 3 Leute schreiben was in den Chat. Okay. Ich persönlich bin ja tatsächlich dafür zu sagen, es ist von Theresa und nicht von Bianca. Jetzt kommt ein Gleichstand. 1-1, 2-2, alles klar. Komm, dann passt ja umso besser, wenn jetzt nicht noch in den nächsten paar Sekunden noch jemand die Waage kippt, würde ich sagen, ist von Theresa. Weil die Bianca ist zwar eine Liebe und eine Nette, aber irgendwie traue ich der nicht so. Abgesehen davon, wir wissen ja schon, sie ist gestorben. Zumindest laut unserem aktuellen Wissensstand. Ich hätte schwören können, dass sie doch noch lebt. Aber das war damals, wie gesagt, vor über einem Jahr, bevor ich das DSC und alles hatte. Wo es dann hieß, sie würde noch da und da sein und Matthias und Co. wären auch wohl da. Dass die es wohl auch überlebt hätten. Aber ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ist zu lange her. Gut, keine Entscheidung getroffen. Da mache ich den. Ich habe dich hier in der Hitze gesehen und dachte mir, dass du bestimmt durstig bist. Das ist wahr. Danke, dass du so aufmerksam bist. Ich werde es dir vergelten. Da freue ich mich schon drauf. Warum übst du denn heute alleine? Sonst ist da doch immer dieser Vagabund. Wie heißt er? Vanjek. Und er ist kein Vagabund, sondern ein fahrender Kampfmeister. Nun, augenscheinlich kampfmeistert er heute woanders. Oder er schläft seinen Rausch von gestern aus. Nun ja, da ich keinen Gegner habe. Hättest du Lust auf ein bisschen Spaß?
Also mit dem Schwert, meine ich. Welches Schwert? Kannst du dir zeigen? Ich soll kämpfen? Klar, warum nicht? Michi, danke fürs Mitdenken in dem Fall, dass du die Spoilerwarnung rausgegeben hast. Und Mera, schlaf gut. Schön, dass du da gewesen bist. Achso, ansonsten geht es mir gut. So, lala, Schulteraua und so. Aber mit Schmerzmitteln geht's. Eieiei, dann gute Besserung. Ja doch. Warum also nicht? So sei es, junger Edelmann. Aber sei gewarnt, mit dem Besen erwische ich eine Maus selbst im Dunkeln. Ich wusste doch, dass Kämpferblut in dir fließt. Dann mal los. Okay, Waffe ziehen. Okay, ja. Na los, Mädchen. Zeig mir, was in dir steckt. Wer den anderen zuerst 10-mal trifft, der hat gewonnen. Was, wenn ich dir wehtue? Ach, keine Sorge. Moment. Das stecke ich weg. Schwert ist gut. Ja, welches Schwert? Ja, genau. Das Holzschwert natürlich. Ja. So Schmerzen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, vor allem Michi weiß das ja sehr gut, ne? Der trotzdem arbeiten geht. Nach die Mera. Schlaf gut. Danke für deinen Einsatz, ne? Wartet mal. Ah, ich kann raustappen im Hauptmenü, okay. Was um? Bam, schlupp. Jetzt kapiere ich das erstmal jetzt, wo Capo drüber lacht. Man sollte Schmerzen nicht auf die leichte Schulter nehmen, da sie ja Schulterschmerzen hat. Okay, da hatte ich jetzt eine sehr lange Leitung. So, vorsetzen. Erster Treffer, zweiter Treffer. Okay. Dritter, vierter. Nee, doch nicht, er hat geblockt. Na gut. Ah, konnte keine Riposte machen, schade. Wenn ich ihn jetzt besiege, wird er dann schlechter in seinen Skillwerten in unserem Hauptspielstand? Au! Eieieiei! Du Hund! Was schlägst du eine Frau? Schämst du dich nicht? Ah! Okay, pass auf, du. Kann auch treten. Kann ich nicht? Kann ich treten? Warum kann ich nicht treten? Weil es kein Faustkampf ist, wa? Oh, er kann auf jeden Fall gut blocken. Oh! Das war aber eine Pattsituation. Wir haben uns beide getroffen, oder? Ei! 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 Jetzt hab ich ihn aber. Schwertkampf verbessert. Lol. Ob sie es noch brauchen wir später, ist die andere Frage, wa? Ich frage mich auch, ob es jetzt nur diese eine Stelle wird oder ob wir sie später durch das DSC mehrfach wieder spielen können. Das wäre cool. Eieieiei, der haut aber zu. Der lässt auch nichts anwachsen hier, wa? Ah, keine Ausdauer wieder. Hast du gedacht, wa? Kampf verbessert. Ah, Mist. Okay. Und Stärke verbessert. Sei nicht so schüchtern. Haha, wie du willst. Heinrich, oh. Was machst du? Ups. So etwas schickt sich nicht als ehrbarer Ritter. Jetzt werde ich wohl oder übel um meine Ehre kämpfen müssen. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Schöpfjäger! Oh! Geht es dir gut? Es ist nichts, alles gut. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Bist du mir böse? Nein, natürlich nicht. Das war einfach dumm von mir. Das kommt davon, wenn man frommem Mädchen mir nichts, dir nichts auf den Afterballen schlägt. Lass mich mal sehen. Nein, schon gut. Nur ein paar Splitter und Kratzer. Und ich wollte dir gar nicht... Du weißt schon. Nun zeig schon. Lass gut sein, es ist harmlos. Ich bin gleich wieder da. Heinrich, du kennst den Spruch. Wer zum Schwert greift... Soll durch Splitter umkommen? Süß, die beide. Schon besser. Oh. 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 Na. Ah. Sie trinkt sein Bier. Schulz, ich mag sie. Ich mag sie. Vergiss nicht, Bianca das Bier zu vergelten. Jetzt hat sie ja gesagt, dass es doch von Bianca ist. Wir haben doch aber die andere Entscheidung getroffen. Logikfehler.
So, und erstmal herzlichen Dank für deinen Follow, Dr. Hassmann. Grüß dich, mach's dir gemütlich. Und Bandit 76, ebenfalls, mach's dir auch gemütlich. Grüße auch dich. So, also in Dialogen bitte nicht wundern, ne? Und so wie Michi schon Doug Raven ermahnt hatte, ja, bitte denke dran. Spoilerverbot. Es war keine Frage an euch. Ich habe gesagt, ich frage mich, ob es so sein wird. Aber es ist gut zu wissen, in dem Fall mache ich da mal eine Ausnahme, gut zu wissen, dass wir mehrfach als Theresa spielen können durch das DLC. Finde ich schön. Und wie gesagt, ich mag sie. Und jetzt wird mir auch klar, woher er seine Wunde hatte. Das war gar nicht durch den Schwertmeister. Er hat sich von der Frau schlagen lassen. Oh, sorry. Ja. Geht für jeden. Auch für Moderatoren. Wie Cookie bestätigen kann, der jetzt gerade wahrscheinlich noch schläft. Obwohl, 2.30 Uhr soll er ja zur Arbeit, dann ist er vielleicht gerade wieder wach. Möge Gott dich behüten, Thea. Ja, ebenso. Ich habe jetzt immer noch mal ABC. Kehre zurück zum Vater, geh zu Bianca, um zu erfahren, was sie sonst noch will. Die Kupplerin, ach so, genau. Ich soll ja mit Fritz noch reden. Stimmt. Na dann, auf zu Fritz! Ich weiß, normale Menschen nehmen den Eingang. Theresa hüpfte beim Zaun. So, hier unten ist irgendwo C. Michi, alles gut. Ist genau richtig so, dass du aufmerksam bist. Das ist wie beim Fernsehen. Ich frage alles, aber nichts vorher wissen. Ja, genau. Genau. Wenn man einen Film guckt oder so, dann stellt man sich ja selbst auch Fragen, wenn es halt irgendwie ein Rätsel ist oder irgendwie Logik, ja, Stolperer, wie gerade eben zum Beispiel, dass sie ihm sagte, vergiss nicht, dich bei Bianca zu bedanken. Obwohl wir ihm vorher gesagt haben, das Bier wäre von uns. Dass wir es ihm gebracht hätten. So, warte mal, Fritz wird hier sein, oder? Fritz! Oh, doch nicht. Hüpfen wir über die Mauer. Ah, ja. Ah, schöner Move. Was denn? Was hast du hier zu suchen? Ich suche Fritz. Steht doch da oben als Quest. Ach, der ist hier drin, wo die Banditen drinne waren. Ah. Okay. Oha, das ist. Oh, dann ist seine Familie bestimmt getötet worden. Gott, ich hoffe, er lebt noch. Also, in Heinrichs Zeitlinie. Es macht nur keinen Sinn, Spoiler-Nachrichten zu löschen. Die kann Robin trotzdem lesen. Ja, aber Michi, du als Moderator könntest sie löschen. Und ich kann sie erst lesen, wenn ich draufklicke. Oder wenn ich speziell nachsuche hier im Dashboard über mein Layout von Twitch selber. Hier ist er doch. Fritz, Mensch, haltet Haus. Komm mal ran hier. Schönen Tag. Hi. Ich brauch Dietriche. Hör zu, Fritz. Ich habe gehört, du bist gut im Türen öffnen. Ohne Schlüssel. Klar, einfach gegen die Tür rennen. Also mit der Schulter. Ich will keine Tür einrennen. Ich will ein Schloss knacken. Ah, dann brauchst du Dietriche. Psst, nicht so laut. Du kannst welche haben. Aber wie sagt man so schön? Selbst ein Schwein grunzt nicht umsonst. Noch nie so einen blöden Spruch gehört. Wer sagt das? Ich sag das. Und du bist die Einzige, die das blöd findet. Also geh. Sorry. Einfach gegen die Tür rennen. Ja. Herrlich. Es bleibt wach. Und mir ist wieder warm. Ja. Einfach geh die Tür rein. bringst du es mir bei? Weißt du mir, wie man Schlösser knackt? Klar, für ein paar Groschen. Wie viel? Mit 20 Groschen, dein Ernst? Jetzt muss ich vorsichtiger sein, wir haben noch nicht den Redekunst-Perk. Ich versuche mal 3 Groschen rauszuhandeln. Das ist zu wenig. Ah, okay. Immerhin 2,5 gespart.
Wir haben ja von unserem Vater und unseren Brüdern ziemlich viel abgezogen, weil die Thronen ja offen standen und es nicht als Stehlen gilt, von daher. Wenn man nicht zwei linke Hände hat, ist es leicht. Hör zu, du musst die richtige Stelle am Schloss finden und drücken. Danach kannst du den Mechanismus drehen. Aber behutsam, bloß nicht ruckartig. Wie wenn man bei einem Mädchen die... egal. Schon verstanden. Hab Dank. Mhm. Theresa, okay. Schön dich zu sehen. Ja, ich brauche immer noch Dietriche, du Sack. So, wir haben keine Fertigkeitspunkte, aber wir haben Sachen gelernt. Oh, sie hat Hundeflüstern schon auf 13, okay. Gut, ich brauche immer noch Dietriche, Junge. Schenkst du mir ein paar? Hey, Fritz. Wie wär's, wenn du mir ein paar Dietriche schenkst? Was meinst du? Immerhin kennen wir uns schon eine halbe Ewigkeit. Na gut, ausnahmsweise. Aber wenn sie kaputt gehen, musst du welche kaufen. Nur zwei? Du hast ein paar gesagt, oder? Danke fürs Lippen, Michi. Danke. Habe ich gar nicht dran gedacht. Musst an der Stelle auch lachen. Kapu ist auch am Klippen. Ich denke aber, ich darf keine Links hier posten. Genau. Darfst du nicht? Du könntest es probieren und dann kann Michi eventuell die zulassen. Genau, weil ich habe das... Achso, übrigens, Werbung wieder in 25 Sekunden. Nicht, dass ihr euch erschreckt, wenn gleich Werbung läuft. Michi sieht das ja, wenn das jemand probieren möchte und er könnte es dann, glaube ich, erlauben. Beziehungsweise, ich habe es so eingestellt, dass es nur Moderatoren und, ich glaube, VIPs können. Ich kann es nur auf Moderatoren erlauben. Stimmt, VIPs haben gar kein Recht auf Links, leider. Komm, ich probiere mal noch. Naja. 13,4 ein Stück. Oha. Ich kaufe mal für alle Fälle noch zwei weitere. Warenkorb und Feilschen natürlich wieder. Das will er hier 26,8 haben. Lass uns über das ist schon den Preis mehr als, sprechen. Mehr als die Schulung. Ist gut. Ja, ich wurde schon timeoutet wegen sowas vom Autobot. Echt? Der ist aktiv, ja, aber eigentlich darf der nicht einfach so timeouten. Ich wäre da zum Rausnehmen, keine Angst. Ja, also eigentlich. Also selbst wenn du Timeout bekommst, dann kann Michi den auch wieder rausnehmen, den Timeout. So, er will 27 haben. Ich bin jetzt erstmal frech und sag, du kriegst 20. Oh. Dann halt nicht. Verkackt. Neuer Versuch. Ich brauche ein paar Dietriche. Ja, skip. Zwei Stück. Warenkorb falschen. Ja, da sieht man schon diesen... Preis sprechen. Diesen riesigen Nun, Unterschied versuchen wir's. Zwischen Heinrich seinen falschen Fähigkeiten und ihre Fähigkeiten. Jetzt will er mehr Geld haben, natürlich. Komm. Weil du es bist. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ja gut, okay, dann poste ich mal. Zack, Zensur. Jetzt müsste Michi, glaube ich, reagieren. Bin auch da nur taub, lese mit, aber wie gesagt, hab keinen Streamton an. Alles klar. Ich dachte, du bist schon nicht schlafen gegangen, Junge. So, ja, sagte er, während er mich nicht hört. Das ist er mir ein bisschen gegengekommen. Komm, mach 26. In Ordnung. Sehr schön. Redekunst verbessert. Sehe nur drei Sternchen. Ach, du auch? Oha, okay. Nee, dann müsst ihr das anders machen. In dem Fall, dann müsste jemand, der nicht zugelassen ist, Links hier rein zu posten, also kein Moderator ist, müsste dann... Achso, ich warte mal kurz die Werbung ab, die geht noch 5 Sekunden. Moment. So, jetzt auch nochmal für alle, die gerade Werbung hatten. Jemand, der nicht Moderator ist, kann dann nicht einfach irgendwelche Sachen hier reinposten an Links. Wie zum Beispiel auch von meinen Clips, also von den Clips, die ihr gemacht habt. Dann am besten so machen, wie Michi es gerade schreibt. Am besten einem anwesenden Moderator den Link von dem Clip schicken und der wiederum kann es dann hier reinposten. Bestenfalls schreibt er noch rein, geklippt von so und so. Ist dasselbe geklippt. Lasst euch nicht aufhalten. Alles gut. Wir üben ja auch so ein bisschen für später, ne? Für spätere Streams. Und ich persönlich gehe ja sowieso mal nach jedem Stream nochmal die Clips durch, um zu gucken, sind da versehentliche Clips dabei? Weil es ist ja manchmal auch so, dass Leute einfach nur auf den Kinomodus schalten wollen, also sprich den Chat rausblenden und dann halt so groß wie möglich haben oder direkt im Vollbild gucken wollen und den Chat ignorieren. Und dabei kommt man schon mal versehentlich auf Clip.
Und diese Dinger kannte ich dann immer raus, die anderen lade ich runter für Geburtstagsvideo dann wieder. Also vom Kanal Geburtstag, meine ich. So, okay, jetzt haben wir Dieter schon. Jetzt muss ich Matthias seine Hütte finden. Jetzt habe ich hier mehrere A's und B's. Das ist jetzt ein bisschen irritierend. Hier ist Papi. Ach, Matthias wohnt ja auch gleich daneben. Ah. Sieh wieder den Glückswürfel. Okay, gehen wir zu dem nur roten A. Also da. Oh, hat sich gereimt. Kann ich hier jumpen? Jump and run, wie ist es schon? Ne? Okay. Dann gehen wir hier lang. Nee, Quatsch. Ich bin von da gekommen. Moin! Ich finde es übrigens immer noch sehr interessant, dass wirklich gar keiner aus dem gesamten Dorf, nicht mal die Wächter, den Rauch am Horizont sehen. Ich erwähne es bloß für einen Freund. Bams! Bams! Angewumst! Angerempelt, meinte ich natürlich. Wo ist jetzt das rote A da? Ob Knie, Rücken oder Bauch, wo es auch zieht und knirscht, ich habe etwas. Das ist aber nicht der Matthias, den ich in Erinnerung habe. Ach nee, der hieß Matthäus. Der große, starke, den ich noch in Erinnerung hatte. Ist jetzt ein bisschen doof, wenn er hier sitzt, ne? Gott sei mit dir. Hi, kannst du mal weggehen, bitte? Aus dem Haus locken. Vorher? Sag mal, Matthias, wie gefällt dir Johanka? Johanka? Ist ein nettes Mädchen. Sie half mir und den Jungs ein paar Mal aus der Patsche. Ja, doch. Wir kommen gut mit ihr aus. Warum fragst du? Sie mag dich, aber sie ist schüchtern. Johanka ist wirklich eine Nette. Ist dir aufgefallen, dass sie zu dir netter ist als zu anderen? Was meinst du damit? Ach komm, das weißt du doch selbst. Du denkst, sie mag mich? Frag sie, ob sie heute Abend mit dir zum Tanzfest gehen will. Weiß nicht. Meinst du, sie willigt ein? Ich kann's versuchen, aber warte. Vielleicht sollte ich mich vorher herausputzen. Was denkst du? Du willst es doch bloß aufschieben. Geh einfach und frag. Ist doch nichts dabei. Na gut, ich versuch's. Ach, das mit dem Rauch sind Köhlerhütten? Das kann man auf der Karte sehen? Okay. Nein, kann ich nicht sehen. Dann vielleicht auf Heinrich seiner Karte, dann wenn wir wieder an seiner Zeitlinie sind, ne? Aber gut, das könnte natürlich auch sein. Ja klar, wir sind ja in der Nähe einer Silbermine. Das hatten wir ja schon das Thema, dass hier eine Silbermine wo irgendwo in der Nähe ist. Und da wird natürlich dementsprechend auch viel Kohle benötigt. Also hat jeder kleine Kackhof eine Köhlerei, um halt ein paar Groschen dazu zu verdienen für die Schmieden und alles, ne? Das könnte natürlich echt sein. Dann habe ich das immer falsch interpretiert. Ich dachte, die Hütten brennen schon. Dass da schon die Kumanen unterwegs sind, der Sigismund. Okay, hat geklappt, wie du siehst. Genau. Wunderbar richtig. Okay, kannst du jetzt mal... Oh, muss ich dich nochmal anquatschen? Ich wollte gerne trotzdem in die Hütte rein, deswegen habe ich ihn jetzt eigentlich angequatscht. Ich dachte, er geht jetzt rüber und fragt sie. Mit dir, Theresa. Ja, nun geh sie doch mal fragen, du Idiot! Oh, scheiße. Ich dachte, ich kann clever sein, ihn rüberschicken, dass er sie fragt und dann trotzdem in seine Hütte hier rein. Ich darf doch jetzt hier nicht einfach rein, oder? Ja, ja, privater Bereich. Was? Ich wollte nur lüften, weil... Alles gut. Ich wollte nur lüften. Kann ich durchs Fenster klettern? Geht das? Nee. Da ist doch jemand drinne gerade, oder? Kannst du mal Okay, ich hätte keine Chance gehabt. Wenn da jetzt noch die Mutti drin ist, die hätten mich was von erwischt. Die hätten mich erwischt. Ja, war der Wind, genau. Hintertür habt ihr nicht? Nee. Mist.
Weil Heinrich hätte sich bestimmt über den Würfel gefreut, wenn wir ihm den dann gegeben hätten. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie Johanka reagiert. Ach Gott, wo war die jetzt nochmal? Kommt näher, gute Leute. Feine Kräuter. Hey, warte, geht er gerade weg? Nö, er setzt sich wieder. Oh. Johanka, wo ist er? Auf dem roten B. Da. Ach ja, die saß ja hier ums Eck. Ah, guck mal, hier sind auch Köhler. Okay. Permitium, du scheinst recht zu haben. Hier sind auch Köhleröfen, ne? Stimmt, wir hatten ringsherum auch schon immer wieder mal Köhleröfen gesehen. Also die werden wahrscheinlich allesamt sehr viele Köhlereien hier betreiben. Moin. Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Das mit Matthias. Ja, ich will alles wissen. Ich habe mit ihm geredet und ihm alles erzählt. Was? Oh mein Gott, Verräterin! Er meinte, er würde gerne mit dir tanzen. Wie dreist, dass du ihm... Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass er gerne mit dir tanzen würde. Und was noch? Was willst du denn noch? Einen Heiratsantrag? Er sagt, er wird dich fragen. Und das war's. Er kommt hierher? Oh mein Gott, ich muss mich rausputzen. Danke, Thea. Hab Dank. Ach schön, diese kleinen Nebengeschichten, die machen einfach dieses, ja, das ganze Spiel so viel lebendiger, wie ich finde. Ich mag das total. Selber! Mut die mich an? Hat die mich Kuh genannt? So, achso, warte mal, ich habe ja wieder ein bisschen Redekunst und alles zwischendurch bekommen gehabt, aber... Ach, wir beherrschen schon Erste Hilfe. Erlaubt es dir, Verbände anzulegen? So, ja, okay. Aber wieder nur zwei Fertigkeitspunkte, wa? Okay. Na gut. Aber hey, jetzt habe ich trotzdem zwei Dietriche umsonst bekommen noch. Hab Schlösserknacken gelernt. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir mit Theresa später nochmal spielen werden. Das heißt, die Entscheidungen, die ich hier getroffen habe, werden uns später vielleicht nochmal nützlich sein. Könnte. Muss nicht, aber könnte. So, jetzt soll ich ja Bianca berichten, wie es lief. Ist wieder hier drin, oder? Moin! Gott segne dich. Wie kann ich dir helfen? Voll beim Einschenken gestört. So, was wolltest du sonst noch? Da gab es doch noch etwas, oder? Hast du Heinrich das Bier gebracht? Hab ich. Sehr gut. Was hat er gesagt? Aua. Er hat Aua gesagt. Warum sollte ich ihr das sagen? Nicht, dass die eifersüchtig wird, ne? Ach komm. Es ist ja nichts passiert. Wir haben nur geübt. Er hatte niemanden zum Üben. Also habe ich mit ihm gekämpft. Etwa mit einem Schwert? Ja. Und ich habe mich gut geschlagen. Naja, ehrlich gesagt, zu gut. Ich habe Heinrich übel an der Hand erwischt. Also wirklich? Ich wusste ja nicht, dass du so ein Raubein bist. Der Esel wollte es nicht anders. Vielleicht dämpft es ja ein bisschen seine Abenteuerlust. Ach, jetzt kann ich dir ja sagen, was ich noch wollte. Lust auf einen Waldspaziergang? Jetzt gleich? Willst du mir etwa unter den Kiefern den Hof machen? Ich brauche Zutaten, um Heinrichs Lieblingsschnaps brennen zu können. Lernen wir damit die Herstellung des Retterschnapses vielleicht? Welche Zutaten brauchst du? Was fehlt dir denn noch? Ich habe alle Zutaten bis auf Tollkirschen, aber ich kenne da eine gute Lichtung. Tollkirschen? Die sind doch hochgiftig. Nicht, wenn man mit ihnen umzugehen weiß. Also bisher habe ich niemanden vergiftet. Heinrichs Lieblingsschnaps. Aha. Ja, ich möchte ihm den Schnaps morgen schenken. Wusste ich doch, dass es wieder um Heinrich geht. Ach, so ist das halt, Thea. Du wirst auch noch deinen Prinzen finden. Das sagt sich so leicht, wenn man in der Schenke arbeitet, wo man den ganzen Tag Männer um sich herum hat. Ich habe nur Mehlsäcke um mich rum. Was ist mit Bishek? Bishek?
Ja, heirate ich einen Mehlsack. Hast wohl recht. Dein Vater würde Bishek eh niemals akzeptieren. Neulich, als dein Vater ein paar Bier zu viel hatte, hörte ich ihn sagen, dass er für dich den reichsten Mann weit und breit finden will. Oh je. Ich hoffe, nüchtern denkt er nicht auch so. Warum gehst du nicht einfach alleine? Mein Vater hat etwas dagegen. Angeblich hat neulich jemand einen Wolf gesehen. Was? Hier bei uns im Wald? Angeblich. Der alte Blaha soll ihn gesehen haben, aber der ist ja nie nüchtern. Ich will trotzdem nicht alleine gehen. Warum fragst du nicht deinen Bruder? Adam? Der würde sich in die Hose machen. Außerdem muss sich jemand um die Schenkel kümmern. Aber sein Bogen wäre was. Gut mitgedacht. Danke. Also, du willst dir Adams Bogen ausleihen und dann mit mir zusammen in den Wald gehen, damit wir da Tollkirschen pflücken? Nun ja, die Sache hat einen Haken. Adam wird ihn mir nicht geben, weil letztes Mal die Sehne gerissen ist. Du musst ihn dir von ihm leihen. Ich kann eh nicht Bogen schießen, aber Stibor hat es dir beigebracht, oder? Ja, aber das ist sehr lange her. Das spielt keine Rolle. Wenn der Wolf den Bogen sieht, kommt er nicht näher. Also, wirst du Adam fragen? Du weißt doch, dass er dich mag. Mach ihm schöne Augen, dann gibt er ihn dir. Wenn du das mit Heinrich machst, klappt das vielleicht, aber ich... Komm schon, du bist doch auch ein hübsches Mädchen, Theresa. Treffen wir uns auf der Brücke am See, wenn du den Bogen hast, ja? Na gut. Michi, du kannst ruhig Feierabend machen, ist ja sowieso sehr friedlich heute. Von daher war ja auch kaum noch was am Botz da. Kannst ruhig Feierabend machen, schlaf dich ruhig aus, ne? Einzigpartisch, grüß dich mal lieber. Dann kriegst du einzigpartisch auch gleich nochmal hier, da passt mal öfter. Da machen wir da mal hier den und dann den und dann den und dann den. Und gucken wir mal, was du heute wieder getrieben hast, du kleine Halunke. Zuletzt Walheim. Okay. Nee, dann war das nicht heute, dann war das der Bauserver von Mirandriel. Genau. Außerdem, genau, der Fenrir ist ja auch noch da. Er liest ja mit und macht Botlurk, hat er ja auch schon heute angekündigt heute. Und auf den ersten Blick sehe ich auch, es ist sehr ruhig. Also ein paar Unbekannte sind da, okay, aber die sind alles wahrscheinlich schon geprüft. Jo, sind so schon. Von daher alles ruhig. Genau, Michi schreibt gerade, sind alle gecheckt. Dann bleibe ich noch. Was? Wieso? Ist daueraktuell? Nee, du musst nicht bleiben, Michi. Wieso? Kannst du ruhig weitermachen. Ein Gute und gute Nacht, Michi. Genau, jetzt wollen sie alle, dass du gehst. Nee, wie gesagt, wenn du müde bist, Michi, leg dich hin. Schlaf dich aus, hast du genug um die Ohren gehabt, jetzt die Woche wieder, wie ich dich kenne. Und morgen bestimmt wieder Jagd und Sonntag dann wieder Sport. Von daher, geh ruhig pennen. Dann bin ich lieber müde. Genau, schön z machen. Ja gut, wenn du Kai weiter ärgern willst, okay, dann bist du morgen halt müde. Ich sehe gerade, ich habe hier auf Discord noch ein paar Nachrichten bekommen. Ach, der Gaius hat mir auch geantwortet, schön. Achso, Kapo hat ein neues Profilbild, deswegen habe ich das nicht sofort erkannt, okay. Gut, ich habe mich den Gaius was gefragt, was Technisches. Bin ich ja schon gespannt auf die Antwort. Boah, um die Uhrzeit. Okay. Gut, also, dann, ich helfe dir. Na schön, ich helfe dir. Aber wenn ich das nächste Mal etwas von dir brauche, will ich nicht hören, dass du unbedingt zu Heinrich musst. Gut, du bist ein Engel. Wenn ich sie das nächste Mal also darum bitte, Heinrich zu vergessen und ihn mir zu überlassen, muss sie ja nicht unbedingt zu Heinrich, oder? Von der Logik her. So, sprich mit Adam, beschaffe den Bogen, beschaffe Pfeile. Man zum Glück kein vorher Geld bin hat. So, was ist jetzt Adam? Vater, ich gehe mit Theresa Kräuter sammeln. Adam, halte hier so lange die Stelle. Achso. Adam ist hier. Wenn viel los ist, brauche ich dich. Grüß dich. Kai, alter Lochbeschwerer, hast jetzt endlich Urlaub. So, leihst du mir deinen Bogen? Ich habe gehört, dass du gut schießen kannst. Und dass du sogar einen Bogen hast. Ja, das ist richtig. Hab ihn selbst gebaut. Oh. Ich treffe den Baum hinter der Schenke aus 20 Schritt Entfernung. Grundgütiger, unglaublich. Würdest du ihn mir eine Weile ausleihen? Ausleihen? Ne Mädchen? Ich weiß nicht, Theresa. Hahaha.
Ich lache gerade wegen dem Chat, lieber YouTube nachträglich Zuschauer, VOD-Zuschauer, wie auch immer. Der Clip war geil mit dem versetzt geschissen. Nee, ich will sie nicht ständig. Ich will nicht, dass sie sich ständig anbietet. Sie ist nicht so ein. Also, ich kriege ja ständig das Angebot, dass sie halt mit jemandem tanzen wird. Das Fest wiederum. Heinrich wird ja mit Bianca tanzen. Ich probiere es erstmal so. Was ist? Hast du etwa Angst, dass ich damit Schindluder treibe? Ach, egal. Yes! Ich glaube sowieso nicht, dass dein Bogen besonders viel taugt. Ich besorge mir einen besseren. Mein Bogen ist hervorragend. Gut, du kriegst ihn. Dann kannst du dich selbst davon überzeugen. Und ein paar Pfeile obendrein. Na, wenn es sein muss, hab Dank. Sehr gut. Okay. Jetzt 20 verbesserte Spitzpfeile. Oha. Adams Bogen. Ausrüsten. Die Pfeile. Gott, ich muss auch das Leder verkaufen. Das mache ich gleich noch, bevor ich rübergehe zur Brücke. Hier sind die Pfeile. Was haben die für Werte? 150 Stichschaden. Wow. Ein Pfeil kostet 7 Groschen. Das sind echt ein paar gute Pfeile. Und Lailanya, Mensch, sorry. Ja, ich hab dich noch gelesen und dann vergessen, dich zu begrüßen. Entschuldigung, es tut mir so leid. Grüß dich, Zuckerschnute. Hallöchen, sorry. Ist so ungewohnt, dass du so spät kommst, weißt du? Und Obi-Wan Kenobi, grüß dich. Hallöchen, machst du gemütlich. Schnapp dir ein Bier, schnapp dir einen Stuhl. Wenn du nichts finden solltest von beiden, geh auf jeden Fall Bier holen, bitte. Richtig? Aha. Aha. Beim Abrufen der Emote-Daten ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuche später. Ich will aber dem Kai seine Emote sehen. Ah, danke. Schönes Facepalm, okay. Kai, kleiner Tipp. Die Schrift über deinem Kopf müsstest du größer machen. Ich weiß, ist schwierig bei diesem kleinen Format. Ich denke mal, da steht OMG, aber es ist sehr klein. Oder quer über die ganze Hackfresse. Oder bei Bedarf kann man auch sowas hier machen. Nur so ein kleiner Tipp am Rande für dich. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Obi-Wan, danke schön für deinen Follow. Gleicher Satz wie gerade eben, schnapp den Stuhl oder ein Bier. Wenn du beides nicht finden solltest, geh auf jeden Fall Bier holen. Und Lailanya war den ganzen Tag unterwegs, bin jetzt erst nach Hause gekommen. Ach du Heilige, ich hoffe diesmal ohne Hochwasser oder Unwetter oder was auch immer. Hat der ein paar Mal mächtig geknallt in Berlin und Umkreis und auch andernorts, also auch deutschlandweit. Ja, habe ich gesehen. Ja, musste ich mich auch antasten. Vor allem auch die Schrift, die muss ja auch erkennbar sein. Und dann machst du fett oder machst du dünn und oh, also die Schrift meine ich. Echt schwierig. Aber wenn's dann mal klappt, freut man sich wie ein Cola-Keks. So, jetzt wollte ich eigentlich nach Quests gucken. Trifft Bianca, ist das eine. Kehre zum Vater zurück, machen wir ganz zum Schluss. Aber vorher, genau, vorher wollte ich verkaufen. Hallo, Theresa. Moin. Ach da. Gott sei mit dir. Benötigst du etwas? Salat mit Krumm. Verkaufen. Ich würde gerne verkaufen. Einmal das Hirschleder, das Hundeleder und zwar beides. Dann Kuhleder und Pferdeleder und Kraut. Ach, mit W und S steuere ich... Lol. Wermut, Brennnessel, Löwenzahn, Dietriche behalte ich. Festgegenstände behalte ich auch. Lazarus Elixier war 100 Lebenspunkte in 5 Minuten regenerieren. Hebt die Wirkung von Ringeblumenaufgüsse auf. Aha, Ringeblumen hatte 30... Lebenspunkte, okay. Trank der Baden. Lockert die Zunge und lässt Hemmungen schwinden. Erhöht die Redekunst für 10 Minuten um 5 Punkte. Was am Arsch von die Angelique? Mensch, grüß dich. Hallöchen. Prost. Na, alles fit bei dir, Angelique? Ich habe gelesen, der Kleine ist in der Klinik heute. Ich hoffe, es geht ihm gut. Wann kann man mit der Frau spielen?
wenn man das DLC dafür hat. Ich habe nämlich Kingdom Come inklusive aller DLCs gekauft und da spielt man dann die Theresa. Und zwar die Theresa aus Scarlet. Und die anderen zwei DLCs habe ich auch. Ich glaube, es waren drei insgesamt, glaube ich. Also wir spielen jetzt sozusagen zeitversetzt nochmal die Geschichte vor dem Angriff der Kuman und Sigismund. Jetzt gerade im Moment und wir haben schon erfahren aus dem Chat, es geht später sogar noch weiter, dass man noch mehrmals Theresa spielen kann aufgrund des DLCs-Inhalts. Und das war noch in der laufenden Geschichte von Heinrich, was ich richtig cool finde. Also ich war mit Heinrich unterwegs, hab sie angequatscht, wie ist sie eigentlich entkommen und zack, war ich auf einmal in ihrer Story drin. Richtig geil. Einmal kurz Hallo sagen, einmal kurz zurück Hallo gesagt. Jetzt auf Kai? Gehören schon in Urlaub? Was? Wie Kai? Wo Kai? Kurz Hallo? Ja, kurz Hallo. Ja, also. Ja, langsam kehrt Ruhe in die ein. Zeit in der Klinik ist bald zu Ende, aber es ist einiges besser geworden. Das freut mich. Oh, okay, danke, gerne. Da ich nur einen von diesem Trank habe, ich will mal probieren, ob sie später eventuell das sogar im Inventar hat und das sogar dem Heinrich geben könnte. Das wäre optimal. Ich meine, wenn ich das richtig verstehe, kommen wir doch jetzt bestimmt mit der Geschichte so weit, dass wir beim Müller ankommen. Und wenn ich das dann da in die Kiste lege, wäre es cool, wenn ich dann als Heinrich weiterspiele und die Retterschnäpse sind einfach da drin in der Kiste. Das wäre so geil. Ich würde es feiern. So, hier habe ich jetzt noch den Kupferring. Genau, den haben wir noch Ich kann ihn ausrüsten. Was bringt der? Bringt noch ein bisschen Charisma. Dann rüsten wir den aus. Aber nee, Charisma schlechter als vorher. So, ja, so. Dann ist er jetzt im Verkauf. Nee, kaufen möchte ich nicht. Ich wollte hier nochmal gucken. Die Fackel behalten wir, falls es dunkel wird. Ja, dann haben wir erstmal wieder alles. Auf in den Warenkorb! Ich würde 70 Taler erhalten. Ich werde natürlich falschen. Jetzt haben wir Redekunst ein bisschen verbessert. Sprechen wir den Preis. Ist gut. Oh. Ich mach die gleich pleite. Ups. Der Typ hat doch einen Spruchbuch unterm Kopfkissen. Was wäre? Ach, der einzigartig? Mau L, Michi, genau. Der wäre selbst für deine Verhältnisse schlecht. Ich lasse heute meinen Look bei dir, muss aber schlafen, muss morgen noch ein bisschen was schaffen. Hatte nur durch Zufall gesehen, dass du on bist. Na dann, schlaf gut, Angelique, und vielen Dank fürs Looken. Na gut, alles oder nichts, werte Dame. Sind wir uns einig? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Okay, sie kommt mir entgegen. Naja, 4 Groschen mehr, warum nicht? Oh, sie ist noch nicht pissed off? Komm, 2 Groschen mehr. Endlich eine vernünftige Summe. Jo! Und wieder geskillt in Redekunst. Thor, mein Lieber! Mein Lieblingslanghaariger Bombenleger, der mich immer Lieblingsglatze nennt. Obwohl, mittlerweile, hier, guck mal. Da ist wieder ein bisschen was. Ich war bloß sofort zum Rasieren. Wie man auch an meinem Fussel hier am Mund sieht. So, haben wir schön wieder Platz im Inventar und Geld verdient. Jetzt hat die schon fast so viel wie Heinrich. Ich habe immer noch das Hühnerfutter im Inventar. Das wird bestimmt noch wichtig später. Damit retten wir dann Heinrich schon mal das Leben. Die hat nämlich gar keinen Stein geschmissen. Das war harter Hühnerfutter. Sack. Gedöns. Was zu dem Typen da an den Kopf geschmissen hatte. Oh, hast du was gefunden? Nee. Zur Brücke. So, alle noch brav sein zu reden. Was? Wie geht es dir, Theresa? Billardkugel, Michi. Wenn, dann bitte Billardkugel und nicht Bowlingkugel. Aber danke. Schlaf gut. Brüder und Schwestern, habt Gnade mit einem armen Bettler. 1 oder 2 Groschen. Wenn du die Hände aus dem Boden nimmst, können wir nochmal darüber reden. Die Füße sind da. Gute Nimm Christ, die Hände aus dem Boden. Helft Nimm einem die armen Tropfen. Ja. Der Herr so. Jesus Christus. Warum bettelst du? Warum bettelst du? Ich habe nichts mehr. Mein Weib, meine Kinder, mein ganzes Vieh. Ich habe alles verloren. Fremde Truppen kamen und nahmen mir alles. Mit Schwert und Feuer. Nur ich überlebte. Welche Truppen waren das? Weiß ich nicht. Irgendwelche Waffenknechte halt. Ich floh in diese friedlichen Lande, so weit weg von dem Elend, wie nur irgend möglich.
Ich habe dich in Scarlets gesehen, aber wir haben nicht geredet. Ja, mit mir redet kaum jemand. Warum denn nicht? Tja, weil ich hier ein Fremder bin und die Leute sich nicht um das Wohl von Fremden scheren. Und wenig später sind sie die Fremden in einer fremden Stadt. Das ist schön gesellschaftskritisch. So, ich gebe dir etwas. Ich gebe dir etwas. Moment. Ein paar Groschen reichen. Hier, bitte. Jetzt kannst du zumindest einen Happen essen. Der Herrgott vergelt's dir. Für deine gute Tat wird er über dich wachen. Nur einen halben Groschen, okay. Was soll man sich davon kaufen? Gut, passt. Ich bin gespannt, ob wir den vielleicht sogar später nochmal wiedersehen. Warte, steht hier sein Name da? Brüder und Schwestern. Nee, nur Bettler. Okay. Vielleicht erinnere ich mich später nochmal an ihn. Wäre cool, wenn wir den nochmal wiederfinden. Wenn der sich dann irgendwie gemacht hat, ein reicher Mann wird oder irgendwie ein wichtiger Handwerker irgendwo und uns dann irgendwie zur Hand gehen kann, uns helfen kann bei irgendwas. Weil er sagt, du warst gut zu mir, jetzt bin ich auch gut zu dir. Das wäre, ich fände es schön, wenn das so wäre. Gabu, schlaf gut, meine Liebe. Schön, dass du da gewesen bist. Hat mich sehr gefreut. Sire, wir können uns endlich mehr Käsetoast leisten. Und der Joker, der heute noch irgendwann mal, als ich nicht live war, ein Foto da gelassen hat, haut auf einmal noch ein Stufe 1 Abo raus. Danke dir, mein Lieber. Ich möchte dich behüten. Theresa. Warte mal, habe ich eigentlich schon beim Joker das Foto da gelassen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das waren heute so viele neue Kanäle, die ich da kennengelernt habe. Das war überwältigend. Erledigt. Habe ich gesehen, dass du den Bienensimulator gespielt hast. Den habe ich so gefeiert, als Beutel den gespielt hatte. Und dachte mir, okay, lässt du auf jeden Fall auch ein Follow da. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Bandit, danke dir. Danke für dein Follow. Ja, du gehörst ja jetzt zur FAF. Kriege ich jetzt von jedem, der bei FAF da drin ist, kriege ich jetzt von jedem ein Abo, wenn du das so sagst? Weil dann bin ich bald reich. Danke dir auf jeden Fall. Und Bandit, dir natürlich auch danke für dein Follow.